Servus aus Wien, Oma Dejan hier mit einem Hexathon-Speaker und ich freue mich sehr, Andreas Baulig bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist bekannt geworden mit dem Projekt Einserkandidat, hat seit 2012 über 100.000 E-Mail-Adressen eingesammelt, also wow, Hammerleistung und ich freue mich, dass er heute dabei ist und stell dich gleich mal kurz vor, lieber Andreas. Ja, ich bin Andreas Baulig. Ich mache Online-Marketing in dem Sinne seit dem Herbst, also Winter 2012. Habe aus dem Studium heraus angefangen, eine Seite zu bauen, bei der ich halt anderen Studenten geholfen habe oder immer noch helfe dabei, bessere Noten zu schreiben im Studium, ein bisschen mehr Projektmanagement drauf zu bekommen, ein bisschen Mindset und Mischung aus allem, um halt einfach das Ganze ein bisschen stressfrei gestalten zu können. Und da ist mittlerweile ein Riesenprojekt draus geworden, wo ich halt mittlerweile, ja, mehreren 100.000 Leuten direkt durch Blogartikel und so weiter helfe, 10.000 immer auf einer Liste zu dem Zeitpunkt und logischerweise auch meine Informationsprodukte anbiete und davon ja mehr als gut leben kann. Und ja, das habe ich so in den letzten paar Jahren gemacht nebenbei. Ja. Wir kommen dann dazu, was du heute machst. Das sind ja auch extrem spannende Projekte. Wir haben jetzt einige Male auch telefoniert, haben uns, glaube ich, vor einem Jahr auf einem Event kennengelernt und ich habe schon einiges von dir lernen dürfen aus den Gesprächen, vor allem ja, was dann einige andere Sachen angeht, aber da kommen wir noch dann eher am Ende dazu. 2012 und das heißt, du hast im Prinzip von 2013 bis jetzt den Blog aufgebaut oder auch die Reichweite. Mhm. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Bist du auch so ein Typ, der dann klassisch eingegeben hat, reich werden im Internet oder wie bist du auf die Idee gekommen? Und wo hast du dir dann, ja, sag mal das. Ganz kurios, ich habe auf irgendeinem Seminar jemanden kennengelernt, den ich als Persönlichkeit sehr beeindruckend fand und den ich so dann im Laufe der Zeit so als Mentor aufgenommen habe oder zumindest ihm nachgeeifert habe in gewisser Form. Und das war jemand, der in 2 bis 3 verschiedenen Bereichen innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Und der hat irgendwann angefangen davon zu erzählen, dass er jetzt im Internet Geld verdienen würde. Das war auch, wie gesagt, in 2012. Das war jemand, der 8 Sprachen spricht, der selber ein Meisterpianist ist und dann angefangen hat, in Brasilien für Brasilianer denen beizubringen, wie sie Englischsprachkurse, also wie sie Englisch lernen innerhalb von 3 bis 4 Monaten fließend, ja, funktional fließend. Und das geht sehr schnell und ich habe einfach gewusst, diese Person wird erfolgreich werden wahrscheinlich und habe Zugang zu seinem Journal gehabt, wo er täglich geschrieben hat, was er gemacht hat und so. Und er hat am Anfang ganz klassisch diese Produktlaunches aufgebaut dort, einfach sukzessiv angefangen. Ich habe einfach angefangen, ihm nachzubauen, was er tut, noch bevor er überhaupt das erste Geld damit verdient hat. Einfach, weil ich wusste, dass er erfolgreich werden würde. Also und, gespürt, dass das... Ja, ich wusste einfach, wenn ich ihm das nachmache, dann wird sich irgendwo was tun. Weil manchmal spürt man einfach, dass manche Menschen haben einfach das gewisse Etwas und sind einfach immer erfolgreich, egal was sie machen. Und wenn man so einen hat, dann sollte man sich da irgendwie dranhängen. Das war so mein Gedanke damals. Eigentlich war meine Intention, ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, dass du die Miete dann zahlst, so, weil ich habe immer schon Geld gehabt im Studium, weil ich dual studiert habe. Das heißt, ich habe gearbeitet und studiert nebenbei in so einem Verbundstudium und wollte einfach dann nie und immer mehr Geld haben, weil Geld war ganz nett so, wollte aber eigentlich nur die Miete decken, so nebenbei, weil ich gewusst habe, okay, auch als Akademiker hinterher, das Geld soll jetzt dann nicht mehr so viel, wie es eigentlich so decken würde, ja, und so 500 Euro mehr würden schon einiges tun. Habe es einfach aufgebaut, ihm nachgeeifert. Er hat dann seine ersten Launches gemacht, auch nicht so viel. Ja? Wobei, ich muss sagen, so 20.000, 30.000 Dollar waren es bei ihm so am Anfang. Erster Versuch hat sich bei ihm dann relativ viel hochgeschaukelt auf 250.000 Dollar Launches da drüben, weil in Brasilien war zum damaligen Zeitpunkt Wilder Westen, das war kurz vor der WM quasi. Und jeder wollte Englisch lernen, also jeder hat Geld dafür ausgegeben. Bei mir war es wirklich jetzt nicht so schnell so groß, aber ich habe es halt nachgebaut. Und habe meine ersten 10.000 Leute gefunden für mein Programm. Also eigentlich war es nur ein Autoresponder, zum Beispiel ein Zeitpunkt in der Squeeze-Page. Indem ich einfach damals, 2012, halt in Gruppen rein bin bei Facebook, wo es einfach 500 bis 3.000 Studenten in meinen Gruppen gab, wo noch kein Bot diese Gruppen übernommen hat. Heutzutage ist man in einer großen Gruppe, es kommen Leute rein, die posten ihre Angebote, es kommen Bots rein, die wollen irgendwelche Finanzdarlehen anbieten und so weiter und so fort. Und damals gab es das nicht. Das war so ein gewisser Arbitrage-Effekt, den ich hatte, dass ich als Erster da rein bin. Überhaupt als Erster gemerkt habe, dass man diese Inhalte verbinden kann mit vernünftigen Newsletter-Marketing- und Produktlaunches. Habe mir dann eine Liste aufgebaut. Warte, stopp, ja. Warte mal, zu schnell, Freund. So, du hast die ersten 10.000, da wäre jetzt mit den Gruppen aufgebaut. Genau. Du hast jetzt von ihm erfahren, ich brauche eine Squeeze-Page, ich brauche einen Autoresponder und da hast du, und er hat es vorgemacht. Genau. Was mich interessieren würde, wieso hat
du oder wieso hast du den Zugang gehabt zu diesem Journal? Hat er gesagt, hey du Andreas, du bist so cool, da, ich zeig dir alles, was ich plane. Wir waren in einer anderen Mastermind-Runde drin. Genau. Und er hat einfach mich dann mitgenommen in eine neue Mastermind, die extra aufgemacht hat zu dem Grund, wo er dann wieder andere Leute gefunden hat. Er ist halt viel international unterwegs gewesen und kannte viele Leute. Es war alles auf Englisch, ja, gesagt. Und ich habe einfach nur das Journal gelesen und nachgebaut. Also ich habe dann gehört, es gibt eine Squeeze-Page und es gibt Aweber. Damals gab es noch nicht mal Clicktip zum Beispiel. Ja, es ist also way back von heute aus betrachtet und habe einfach alles nachgebaut. Ganz stupide, blind, ohne zu wissen, was ich tue. Habe auch ewig lang gebraucht. Habe für 7 E-Mails zu schreiben damals 2 Wochen gebraucht. Also es war ewig lang. Na gut, dennoch, also, aber ja, dass man weiß, dass man es machen sollte, ja. Und so ist schon mal cool. Und was ich besonders cool finde auch, dass du jetzt schon sagst, ich habe das Potenzial gesehen und ich habe das nachgemacht, ohne zu hinterfragen. Ich glaube, das Problem, ja. Die Frage ist bei vielen, die lernen irgendwas und dann sagen die, glaube ich nicht, ich bin viel gescheiter, ich mache es anders. Und deswegen finde ich es wirklich, also echt top, dass du das genau nachgemacht hast. Okay, passt. Das heißt, da hast du es gelernt. Squeeze-Page, ja. Was war das für eine? Hast du den Studenten angeboten, Englisch lernen? Oder? Ich hatte am Anfang, ich war auf dem Weg, sehr, sehr guter Student zu werden. Ich war sehr, sehr schlecht, habe dann versucht, was dazu zu schreiben. Mir kamen so 7 rudimentäre Schritte in den Sinn. Das war so ein Ziel setzen, Teiletappen bestimmen, ja, dann wie so einen Plan machen, die richtigen Methoden auswählen, dann so 7 so ganz, ganz simple Schritte und habe dann dazu ein paar E-Mails geschrieben. Also mehr habe ich noch nicht gemacht, ich habe von ihm halt gelernt, oder weil er auch 1:1 einfach einen, glaube ich, Jeff Walker verfolgt, 1:1, habe ich halt gelernt, okay, wenn man dann die ersten paar Leute drin hat, soll man die Leute fragen, was die haben wollen. Habe dann relativ früh angefangen, Leuten halt Surveys zu schicken und zu wissen, was ihre Probleme sind, habe dann darauf basierend diese Autoresponder-Sequenz immer weiter verlängert, ja. Die läuft auch jetzt immer noch 6 Monate lang. Die ist sehr, 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 sehr lang. Wird auch sehr, sehr lang gelesen. Ich habe nach 6 Monaten immer noch, damals waren es so 40% Öffnungsrate nach 6 Monaten immer noch, weil die jetzt sehr, sehr gut ist. Jetzt, wo es halt mehr so über kalten Traffic läuft, weniger über diesen Word-of-Mouth-Effekt von damals aus so Facebook-Gruppen, wo es halt auch sehr aussieht, als ob jemand anderes empfehlen würde, ja, ist es ein bisschen schlechter geworden. Ja, auch sowieso Öffnungsraten gehen ja tendenziell eher runter als hoch im Laufe der Zeit. Ja, aber sind immer noch sehr, 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 sehr aktiv. Ja, ich kann Leute also ein halbes Jahr durchaus beschäftigen. Bei mir ist allerdings das Ganze sehr schnelllebig. Ja, es ist eine Weg-von-Motivation im Studium und so weiter. Deswegen, Leute, man baut keine große Community auf meinem Weg-von-Thema, ist so, was ich ausgefunden habe, ja. Es gibt auch Leute, die wollen halt sehr, sehr stark Karriere machen, da könnte man eine Community draus bauen. Aber die meisten meiner Kunden sind so, die brauchen eine schnelle Lösung. Ja, und baut man kurz Vertrauen auf und bietet ihnen das an mittlerweile und dann läuft das. Aber ja, der erste Produktlaunch war dann bei mir im Mai 2013, ja, mit einer Liste, die dann, ja, ich habe nicht gewusst, was ich tue, ich habe auch viele Leute direkt verloren, so, ich habe einfach zu lange gebraucht, ein Produkt, habe erst ein Produkt aber entwickelt in aller Ruhe, ja, ein Produkt auf Bedarf basiert gebaut, hatte damals von ihm im Journal gelesen, er sein Ding anbietet für 200 Euro, bei ihm war es aber E-Book plus Audiobooks und so weiter, aber ich habe nur ein E-Book gehabt, habe das Audiobook überlesen, habe dann mein erstes E-Book für 200 Euro angeboten, was horrender Preis ist, wenn man überlegt, was man da tut. Habe dann einen klassischen Produktlaunch durchgezogen, noch ohne Videos, an den Blogartikeln, wo halt alles dann umgesetzt wurde. Habe nicht gewusst, dass 12 a.m. Mitternacht bedeutet und nicht Mittag. Habe dann meinen Launch für mittags angesetzt für 12 Uhr. Bin dann aufgewacht um 8 Uhr morgens, um alles nochmal zu überprüfen. Habe mich gefreut, dass ich schon die ersten 2000 Euro gemacht habe, weil ich dachte, die Leute wären so heiß darauf gewesen, dass sie die Sales-Page gefunden hätten. Habe meine Freundin aufgeregt und gesagt, hier, guck mal, die sind so heiß drauf gewesen, haben es schon gesucht quasi. Hab dann festgestellt, dass der Launch schon begonnen hat, ein paar Stunden vorher. Hab das dann verflucht und logischerweise waren Leute verwirrt, haben nicht gekauft. Das Produkt war auch viel zu teuer, logischerweise. 200 Euro für ein E-Book war schon ziemlich viel, aber ich habe, glaube ich, damals dann meine ersten 7.000 oder 8.000 Euro gemacht. Und 2.000 davon im Schlaf. Und das mit dem 12 a.m. ist mir nochmal passiert danach irgendwann. Also es ist, jetzt ist das ein fixer Punkt in meiner Checklist, wenn ich einen Launch mache, 12 a.m. ist nicht drin. Ganz kurz. Aber es ist ja eh auch cool. Das heißt, wie klassisch, ich habe im Schlaf Geld verdient. Und wirklich passiert. Das erste Geld und dann ist wirklich im Schlaf gekommen. Aber eher unfreiwillig. Okay, cool. Und dann, okay, du hast dich jetzt natürlich auch weiterentwickelt. Das heißt, das Projekt gibt es immer noch. Ja. Du hast die Mega-Liste aufgebaut. Also auch natürlich da wahrscheinlich Produkte nachgelegt und so weiter, oder? Ja. Also ich habe mittlerweile, 10 Produkte entwickelt, aber logischerweise 20% der Produkte sind die großen Gewinner. Ja, die anderen sind so Sachen, die jetzt zugekauft werden im Laufe der Zeit. Ich habe 3 große Dinge, die bei mir inhaltlich so gehen. Einmal Richtung so langfristige Strategie, ja, also kurzfristig in der Klausurphase noch gerade so das Ding retten, ist ein großer Faktor bei mir. Und Thesis schreiben, so Abschlussarbeiten schreiben, Studium sind die großen Felder. Und da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr umfangreiche, sehr, sehr gute Produkte.
muss aber dazu sagen, logischerweise bei der Nische ist jetzt, logischerweise sind viele Leute, ja, die auch einen großen Schmerzfaktor haben. Ja, der Kittelbrennfaktor, wie das der Alex Fischer nennt, ist sehr groß, aber die haben kein Geld. Ja, und der Grund, warum ich halt da Geld verdiene, ist einfach, dass ich halt sehr, sehr gut bin in diesem Funnel aufbauen, Copywriting. Und das ist einer der Faktoren, warum ich damit Geld mache. Aber es lassen sich halt die Preise nicht beliebig nach oben skalieren. Das ist halt schwierig gewesen. Das war so meine größte Herausforderung. Das ist auch ein Punkt, warum ich so ein Jahr lang sehr, sehr stark stagniert bin. Tatsächlich auch dann irgendwann mal. Und ich habe dann eine andere Lösung gefunden, habe ein bisschen High-End-Consulting, Coaching angeboten noch, um das Ganze noch so ein bisschen zu supplementieren. Und jetzt bin ich gerade dabei, das Ganze immer mit mehr Traffic nach und nach größer zu machen, weil ja, die Leute bleiben zwar nicht lange, aber sie kaufen relativ schnell. Das ist der große Vorteil bei mir. Und ich spiele jetzt quasi das PPC-Spiel. Also versucht, 1 Euro reinzustecken und 2 Euro wieder rauszumachen. Okay, cool. Sind eigentlich dann andere Unternehmen, andere Verlage oder was es da alles gibt für Studenten, sind die auf dich zugekommen oder hast du versucht, Kooperationen zu machen und hast du gesagt, also ich gehe mal nicht auf dich zu, weil es mir zu kompliziert ist, aber hast du Angebote bekommen, irgendwie wegen Zusammenarbeit? Ja, es gibt logischerweise immer mal wieder wen, der sich da meldet, aber deren, wenn die halt sagen, hey, wir können deine Sache hier und da promoten zum Beispiel, sind deren TKPs einfach viel zu teuer, ja? Also deren Preise für die Darstellung von der Botschaft und so weiter. Es ist auch schwer zu messen und was ganz, 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 ganz kritisch ist, bei mir in meinem Markt, ist es super saisonal. Das heißt, wenn die da was machen, das kommt zum falschen Zeitpunkt, dann verpufft die Wirkung einfach so. Also bei mir ist einfach so, es gibt dann im Jahr 6 Monate, wo sehr, sehr viel passiert, 3, wo es dann so Übergangsphasen sind und im Sommer mache ich quasi gar nichts. Also es ist halt wirklich so. Ich habe im Sommer 2 Monate, wo ich quasi nicht mal drauf gucke, was ich da mache. Ich habe eine Anzeigen auf der Sparflamme laufen, damit die Brand weiter einfach da ist. Aber es passiert nicht viel. Und das ist einfach so. Ja, es ist eine Sache, die mich auch sehr gestört, weil ich einfach jedes Mal was sehen muss, wenn ich arbeite an meinen Sachen. Und das ist eine der Sachen, warum ich jetzt nicht nur das noch mache, weil ich einfach dann einfach eine Downphase hätte. Aber es ist halt sehr saisonal. Und natürlich kommen auch Leute auf einen zu. Aber ich habe irgendwann angefangen, das in der Außendarstellung nicht zu groß werden zu lassen, bewusst. Ich habe früher eine Taktik verwendet, die kann ich gerne weitergeben. Taktik von mir war, auf der Danke-Seite nach der Bestätigung sofort den Facebook-Button zu haben, mit dem Like für die Fanpage. Und es haben 40% der Leute, die reinkamen, sofort geliked. Das ist der Grund, warum die Seite jetzt irgendwie immer plus, minus 1.000, 2.000 Likes um 40.000 herum ist. Wenn man verliert im Laufe der Zeit die Likes, ist einfach so, wenn Leute nicht agieren, dann interagieren mit dem Fanpage, dann verlieren die Likes, aber neue kommen dazu. Hätte ich das weiterlaufen, 1:1 so. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Von der Danke-Seite sind jetzt Webinare zum Beispiel, andere Angebote und so. Hätte ich so gelassen, wäre das mit schon über 100.000 Likes. Nur kann man dann keinem mehr erzählen, dass man der Studentencoach ist, der für Leute sehr gut erreichbar ist auch. Ja, das ist ein bisschen, das ist die Sache bei mir, es sieht klein aus, mit Absicht, ist aber im Hintergrund ein Riesending. Ja, mit dem Team dahinter, also Leute kümmert, mit vielen Produkten und so weiter. Auch der YouTube-Kanal ist bewusst jetzt nicht so mega aufgebaut worden, weil ich gemerkt habe, dass kannibalisiert sich so ein bisschen auch da von der Aufmerksamkeit, die sollen im Funnel bleiben, sollen nicht in die Videos jetzt gucken. Ja. Es ist bewusst klein gehalten und es sieht nicht so aus, als wäre die Liste oder was da durchgelaufen ist, wäre so groß, aber es ist so. Ja. Irgendwann im Interesse, das Ganze zu verkaufen oder sagst du, ich mache mal das Ganze so lange, wie es noch geht? Da es sehr stark auf mich gebrandet ist, habe ich nicht so das große Interesse. Ich glaube nicht daran, dass so einfach ist, das zu verkaufen. Der Plan ist, dass tatsächlich mein jüngerer Bruder, der sehr fit ist, den wir ausgebildet haben, an einem anderen Projekt, ja, der ist so eine kleine Kopie von meinen Fähigkeiten, dass wir ihn vor die Kamera stellen, er es einfach übergangsweise übernimmt und irgendwann einfach wieder mich austauschen, quasi. Ich werde natürlich noch da bleiben. Ihr seht euch ja ähnlich, also das bleibt vielleicht. Das Ding ist einfach, ich kann ja auch, wenn ich mir jetzt einen Hoodie anziehe, kann ich auch, wenn ich auch 32 bin, noch so tun, als wäre ich mit 20, ist kein Problem. Das fragen die Leute sowieso nicht, das ist nicht das Thema. Ich sehe, wenn ich will, sehr jung aus, das ist nicht das Problem. Es gibt keinen Grund, es zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, diese Produkte, wie wir sie machen, zu verkaufen, weil die Projekte hat, einfach es halt sehr gebunden ist an Persönlichkeiten dieser Art. Das ist auch so, ja. Wie gesagt, es läuft und okay. Es sieht nicht so aus, als würde es aufhören. Ich sehe auch jetzt niemanden, der käme. Ja, ja wieso? Das ist das zum Beispiel, wo ich mich jetzt frage. Kann ich dir erklären? Hey, irgendwer müsste doch sehen, okay, die haben 100.000. Okay, das weiß man nicht, wie viele Abonnenten du hast, aber sind die alle blind dann so gesehen und dass das keiner erkennt, das Potenzial? Ja. Also es gibt 2 Möglichkeiten, wie jemand sowas erfolgreich machen könnte. Die erste wäre, jemand, der Ahnung hat, auf einem gewissen Level, würde jetzt sagen, okay, ich mache das auch. Die Person ist besser bedient mit jeder anderen Nische. Das gebe ich frei her, weil es ist wirklich schwierig. Die haben kein Geld, das ist Fakt. Einfach Fakt.
Den Aufwand, den man da betreibt, kann man jeder andere Nische auch betreiben, hat das fünffach an Ergebnissen. Das sehe ich gerade bei mir, weil ich jetzt mit ein paar Monaten erst in anderen Projekten viel, viel schneller Sachen gedreht bekomme, auf Entry Level komme. Dann die anderen, die das intuitiv starten, weil sie dieses Angel Story haben, wären Studenten, die jetzt gut sind im Studium. Und das sind meistens Leute, die dann eben kurz vor Ende sind. Das heißt, die haben ein Zeitfenster von einem Jahr oder anderthalb, wo sie es schaffen müssen, damit Geld zu verdienen. Und wenn die nicht hingehen und sie kaufen sich durch zig Programme durch, investieren sofort in Traffic. Und sie müssen ja auch erstmal gegen mich und das Spending von mir und den Partnern, die ich habe, unser nicht. Ja, wir spenden ja alle PPC-Traffic. Die müssen erstmal gegen ankommen. Ja, also mein tägliches Spending liegt jetzt die letzten paar Tage, wo wir es ja aufzeichnen im Oktober. Das ist ja bei mir Saisonbeginn, ja, Auftakt. Ich bin fast bei 1.000 Euro Adspend am Tag. So, okay. Da musst du erstmal gegen ankommen. Klar, es sind 3 Millionen Audience, aber das musst du erstmal haben. Auch konvertieren können. Und wenn da jemand in seinem Studentenzimmer sitzt und sich da seinen Blog zusammenbaut, übrigens kopieren, es gibt ja die Leute, es gibt die ja, ich sehe die ja auch. Google Alerts ploppen mir auf, wenn immer ein neuer Blog kommt. Ich beobachte die und teilweise klauen die auch Artikel und so, ist alles schon passiert. Aber die haben ja keine Chance, das schnell umzusetzen. Ja, vor allem das Wissen. Die wissen erstens mal, du hast das Wissen und zweitens, du hast die Erfahrung, weil du kannst das beste Wissen haben, du kannst wen auch immer gebucht haben, wenn du nicht weißt, wie in der Praxis, dann ist alles egal. Ja, ja, es gibt natürlich den Mirko Thurm, auch ein sehr, sehr fähiger Marketer. Hm. Aber, da muss man einfach sagen, ich habe Mirko Thurm damals in 2012 schon angesprochen gehabt, als er noch offline Speed-Reading-Workshops gegeben hat. Und ich habe ihn gefragt, wie sieht es aus, machst du was da? Es war Zufall, ich habe ihn entdeckt in der Gruppe. Das ist eine sehr verrückte Story. Habe ihn da entdeckt in der Gruppe, ihn angesprochen. Ja, er hat mich dann bei meinem ersten Seminar, was er gegeben hat, für meine Leute besucht und sind dann ist befreundet, ja, und sind so also Partner. Ja, er baut sein Ding auf, er hat so, sag ich mal, komplementäre Produkte, die meine so ein bisschen ergänzen, ja, und wir tauschen uns aus, aber aus uns beiden kommt da lange niemand. Die Leute, die kamen, haben sich sehr komisch verhalten teilweise, dann könnte man denen auch nicht zusammenarbeiten. Ich wäre froh, wenn irgendeine große Liste jetzt kommt und sagt, hey, lass uns da JV-Launches machen und so weiter und so fort. Aber gibt es nicht. Und wenn sie kommen, ist cool. Wenn nicht, ist auch okay. Okay, cool. Okay, und also erstens einmal, was mich interessieren würde, hast du den Studenten mal auch gezeigt, wie man Geld verdient im Internet? Also zeigst du denen auch, abgesehen davon, wie man jetzt da lernt und so weiter und die ganzen Themen, wie sie selber nebenbei sich mit Internet, mit Affiliate-Marketing was aufbauen könnten, weil wäre ja naheliegend eigentlich, oder? Wäre sehr naheliegend. Aber du züchtest die Konkurrenz, so gesehen. Wäre sehr naheliegend, das eigentlich mal zu versuchen tatsächlich. Ich habe immer wieder so Leute, die halt diese riesen Listen haben wollen. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht, mit irgendwas zu promoten, was nicht sehr on point ist. Ja. Was man machen könnte, wäre, man könnte einfach über dieselbe Website einfach auch was anderes mal bewerben. Der Traffic direkt aber an die Liste schicken und so weiter, sehr, sehr böse Erfahrungen mitgemacht. Kam nicht gut an, da was zu machen und hatte ich mir vorhin auch vorhin schon überlegt, dass es nicht so sein kann. Aber selber entwickeln, irgendwas in die Richtung? Selber entwickeln wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, man macht so ein kleines Affiliate-System, um zu zeigen, wie Affiliate geht. Da kommt dann zu, ich bin selber nicht so mega erfahren Affiliate. Ich weiß, wie man Produkte baut, wie man sie vermarktet, ja, wie man sich positioniert als Coach, als Trainer, als Experte, wie man Leute anspricht, Copywritings, alles meine Felder. Affiliate ist nicht so mein Ding. Aus dem einfachen Grund, weil ich beim Affiliate immer noch die Hälfte abgeben muss, während ich beim PPC immer noch günstiger war als die 50%. Naja, gut, aber dennoch kann man es jetzt nicht ganz so sehen, weil du kommst mit denselben Traffic-Quellen. Aber wir können. Ich habe mein Hauptgeschäft noch nicht im Feld groß gemacht, deswegen könnte ich es nicht dazu erzählen, könnte es aber momentan nicht meine eigenen Erfahrungen wirklich basieren. Ich meine, ich könnte das machen. Aber ich habe jetzt eine spontane Idee, meine Schau, wenn du dir den jetzt zeigen würdest, wie man Geld mit Affiliate-Marketing verdient. Ja. Könntest du eigentlich hergehen und denen wiederum deine Produkte anbieten, eigentlich als Partnerprogramm? Hey, du suchst jetzt eine eigene Affiliate-Armee mit 100.000 Leuten. Was gibt es Besseres? Das habe ich auch schon überlegt. Dann, ich habe ein bisschen Angst. Das ist so meine Angst, die mich davon abhält. Dass es so wird, wie wenn Amazon einmal im Jahr diese kostenlosen Amazon Primes verschenkt. Und dann hat man diese ganzen Gruppen, meinen Studenten, 15 Posts am Tag davon in Gruppen und so weiter. Und ich habe ein bisschen Angst, bei Amazon passiert nichts, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn zu viel Domains von mir da reingespammt werden, dass ich geblockt werde von Facebook, dass meine Brand killt. Das ist so ein bisschen die Paranoia an der Stelle. Ich sollte es mal probieren. Es wäre wirklich interessant, denen zu zeigen, wie sie, indem sie meine Produkte promoten, selber Geld verdienen, anderen Städten helfen und so weiter und so fort. Ist ein interessanter Hook, schreibe ich mir jetzt auf, lasse ich mein Team entwickeln, mache ich nicht selbst. Bitte 10% einbauen, Provision für mich, ja. Passt. Klar, aber klar. Nee, ist eine gute Idee an sich. Ist alles sehr naheliegend eigentlich, aber wie gesagt.
Du, aber kennst du das? Man ist immer so betriebsblind teilweise, ja. Wenn ich mir Sachen von Kunden ansehe, Landingpages, egal was, man weiß sofort, was es ankommt. Ja, klar. Aber mit den eigenen Sachen, man ist so in diesem Prozess drin, ja, dass man da immer jemanden braucht von außen und dann sagt, ja, hey, wieso machst du so? Und man denkt so, scheiße, ja, er hat recht, hey, wieso mache ich das nicht? So. Deswegen ist Masterminding so der Key Nummer eins, um erfolgreich zu werden. Irgendwie, das ist ganz, ganz wichtig. Aber nicht nur so ab und zu mal, sondern wirklich die anderen Leute richtig reinschauen lassen, das ganze Thema auch. Ja gut, wir haben uns auch unter anderem kennengelernt, oder wir waren ja gemeinsam vor einem Monat auf einer Mastermind oder zwei, also die Zeit vergeht so schnell. Ne? Aber du hast schon recht, es ist was anderes, so einmal im Jahr jetzt irgendwo treffen oder wirklich Mastermind, wo man sich austauscht. Und ja. Also ich bin mit vielen Leuten täglich hier in WhatsApp unterwegs, also ich spreche bestimmt am Tag eine Dreiviertelstunde allein mit einer Mastermind hier in meine Nachrichten rein. Ich bin zwar der meiste Quatsch da drin, ja. Ja, du redest ziemlich gerne und viel, ja. Ich mache das schon seit 2 Jahren so, dass ich mich da austausche über das Handy mehr oder weniger und habe einfach da gemerkt, wie ich sehr, sehr kurz Leuten effektive Tipps geben kann. Das ist mittlerweile halt mein zweites Standbein. Ich habe das nebenbei die ganze Zeit gemacht, habe angefangen Geld dafür irgendwann zu nehmen bei manchen Leuten und jetzt ist halt das die neue Name-Brand von mir. Bevor wir dazu kommen, weil du kannst ja dann eh auch was erzählen, weil du hast ja auch ein Projekt in die Richtung. Wie war jetzt der Spagat? Hast du in der Zwischenzeit dann, abgesehen von dem Projekt, dann andere Projekte aufgebaut? Wann hast du angefangen damit, dich um andere Projekte zu kümmern? Ja. Und was waren vielleicht auch da die ersten Projekte, die du gemacht hast letztendlich? Ich habe effektiv, also abgesehen von Projekten, in die ich stark involviert bin, weil Leute zum Beispiel, was ich von Grund auf mitbekommen habe, wie Leute Sachen aufbauen. Zum Beispiel bei Mirko, der angefangen hat, sich selber zu bauen, den ich dann komplett mentoriert habe. Gut, das war dieselbe Branche. Aber auch sein Mitbewohner, damaliger, ja, der Ole Kanapin, der jetzt daraufhin ein Riesenprojekt im Bereich Sport da gestartet hat. Den habe ich von Sekunde 1 an miterlebt, von Sekunde 1 an mitbetreut und so weiter. Den habe ich bei weitem überholt. Ja. Das ist ein Riesending, was da passiert. Also da habe ich sehr viel Input mit reingegeben, aber keine Klicks selber gemacht, sage ich mal. Ich denke, in diesem Business ist quasi fast so viel mit wie in meinem eigenen. Das kann ich nicht abschalten. Das ist meine Gabe und mein Fluch in gewisser Form. Dass, wenn ich da Insights habe, ich kann darüber nachdenken, was das bei denen noch zu machen ist. Eigene Projekte selbst. Ich habe mit einem Bodybuilder hier aus unserem Ort, ich bin David Hoffmann, der war Mr. Olympia Amateur 2015 auch und mehrmaliger deutscher Gesamtsieger im Bodybuilding und so weiter und so fort, haben wir ein Projekt gemacht, das ist die Muskelmaschine. Das ist halt so ein sehr, sehr heftiges Fitnessprogramm. Einfach, ein Partner kam auf die Idee, das zu machen mit ihm gemeinsam, haben wir aufgezogen. Läuft doch ganz okay, ja, ist okay. Und das machen wir auch. Okay. Ich frage auch deswegen aus Eigeninteresse, weil ich hätte auch in Wien jemanden gehabt, der war auch irgendwie Zweiter bei den, wie heißt denn nochmal, die Meisterschaften? Die Mr. Olympia? Mr. Olympia. Mr. Olympia Amateur immer, ne? Das ist ja... Genau. Und das Problem bei solchen Sachen ist immer, wenn ich an ein Projekt rangehe, also ich überrolle die Leute dann in der Umsetzung. Also das ist so, wenn in kurzer Zeit geht es bam, bam, bam. Ja. Bei JVs ist dagegen, das dauert immer, oder? Das ist das, wo ich mir selber überlege, scheiße, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und dann wiegt man da ziemlich viel ab, ob es wert ist, die Energie. Zahlt es in dem Fall aus und könnte man mehr machen, wenn er selber dahinter wäre? Ist halt auch mit dahinter. Das Thema ist einfach, was ich jetzt für mich festgestellt habe, ist, man kann halt andere Leute halt nicht in dem Sinne 100% dann kontrollieren. Es versteht jeder was anderes mit Input, den man geben will und so weiter. Und die Fitness-Nische ist halt sehr, sehr schwer. Wir dachten, wir könnten halt viel, viel einfacher da im PPC was machen und so weiter. Aber es ist halt sehr, sehr schwer. Es gab ein paar andere Dinge, die wir so ein bisschen falsch eingeschätzt haben, dass halt jetzt nicht ein Riesending geworden ist, sondern eine Sache, die gut läuft, aber nicht das ultimative Ding. Das sind Sachen, wie das Bodybuilder gar nichts haben wollen in dem Bereich, ja, auch wenn dann deren Idol, und das ist bei der Person einfach der Fall, da ist sehr, sehr bekannt da, 100.000 Likes und so weiter auch mal aufgebaut da und so weiter. Aber trotzdem ist einfach so, die Hardcore-Fans, die denken, sie wissen es teilweise besser. Und man soll sich auf Märkte konzentrieren, einfach habe ich gelernt, aus der Aktion, wo 85% der Leute einfach Anfänger sind. So. Klar, Fitness ist halt sehr überlaufen, vielleicht waren wir noch ein bisschen zu spät, ja, das ist okay, läuft, aber es ist halt nicht das super Riesending. Dann habe ich noch ein paar andere Leute entwickelt. Wir haben, wie gesagt, ein paar Leute, die auch auf YouTube-Kanäle hatten. Da haben wir einen Coach im Bereich Personal Development gemacht. Das haben wir jetzt aber auch nicht weitergeführt, weil da unterschiedliche Ideen hatten, wo es hingehen soll. Ist aber okay, weil jetzt haben wir die Ressourcen frei, um uns auf mein Projekt zu konzentrieren. Ist alles okay, so wie es läuft. Ja, wie gesagt, ich habe sehr, 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 sehr viele Leute beraten, direkt, indirekt, habe Einblicke quasi in sehr, sehr viele Dinge, die so passieren in der Szene. Bekomme auch viel international mit, weil ich in ein paar Masterminds drin bin und
Deshalb, ich kann mich schnell eindenken in die ganzen Dinge. Also ich kann mir innerhalb von kurzer Zeit überlegen, okay, was klappt bei dem, was könnte es da noch sein, was ist mit der Nische, was bewegt die Leute da. Das ist so, das ist meine Fähigkeit. Deswegen gehe ich jetzt halt damit ein bisschen weiter vor. Vielleicht da auch, okay, du hast gesagt, du machst über WhatsApp Masterminds oder tauschst dich aus. Wie wichtig ist für dich eigentlich diese Weiterbildung und permanentes Investieren? Weil eine Mastermind jetzt irgendwo, egal wo jetzt, ich weiß nicht, wo du bist, aber in Amerika, die kostet okay, nicht wenig. Wenn man jetzt irgendwie ein Beispiel, 10.000, 20.000 Euro auf den Tisch legt, bringt das überhaupt was? Ja, viele Leute sagen immer, boah, das kostet aber, was bringt es? Merkst du dann, dass du sagst, hey, ein Jahr später, geil, wenn ich rückwirkend jetzt mir das Ganze ansehe, habe ich mehr Umsatz gemacht oder ich habe geile Kontakte gemacht, ja. Ich habe gerade zu diesem Thema unter anderem, wie man Expert-Shows aufbaut, so ein Mastermind, was in der Pipeline, wird gerade hinter der Tür geschnitten, quasi hinter der Wand. Masterminding, diese teuren Sachen zum Beispiel, da geht es nicht darum, dass man bei dem Event selbst eventuell die mega Idee mitnimmt, was wahrscheinlich passiert. Ja, ich bin selber noch nicht in diesen 10.000 und 25.000 Dollar Mastermind selber drin gewesen, einfach weil ich momentan noch so viel auf der Platte habe, weil ich nicht auszuführen habe und so weiter, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt die neueste Technologie haben. De facto bekomme ich auch indirekt mit, was da besprochen wird, ja, weil ich Leute kenne, sehr viele, die dahin gehen, das heißt, ich habe den Zugang indirekt und bekomme die gröbsten, wichtigsten Ideen da einfach mit. Aber wichtig ist es, geh zu den Events, wo die besten Leute in der Nische sind. Weil von Person zu Person kann man sich austauschen. Und da die Verbindungen macht, kann man einfach da bleiben. Und was ganz wichtig ist, um Status aufzubauen, ist, dass es diesen Halo-Effekt gibt. Dass wenn du dich sehen lässt mit anderen Leuten, die groß sind, wird automatisch angenommen, dass du dazugehörst und auch groß bist. Es gibt Familiaritätseffekte, wenn du immer bei allen Events für ein Jahr lang dabei bist, dann kommst du irgendwann allen ins Gespräch. Und einfach nur, weil du auch da bist in dem Raum, wo ein Ticket 2.000 Euro kostet, nehmen Leute auch einfach an, du gehörst dazu. Ja? Ja. Also auch wenn du das vielleicht haben jetzt gesehen, mit der Bonadier Mastermind, wo wir waren, ja, wo auf einmal noch der Deadlift die Souls da war und so weiter. Ja. Eine sehr, 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 sehr crazy Story erzählen. Die habe ich von meinem Mentor da aus Brasilien erzählt bekommen. Der wiederum hatte einen Partner. Der kam aus Dänemark, war irgendwie da, wollte wieder zurück nach Brasilien, wollte da auch ein Business bauen. Ist dorthin geflogen mit seinem letzten Geld zu einem Event. Da war dann diese erste große, das war in 2012 auch wohl, diese erste große Convention in Brasilien zum Thema Affiliate-Marketing, Online-Marketing, Infomarketing so. Ist dahin geflogen, hat nicht einmal Geld gehabt für ein Ticket. Hat kein Ticket, hat sich dann soziale irgendwie Social Engineering betrieben, ist dann wieder reingekommen, ist zu allen JV-Partnern in dieser Sprachennische hin, hat denen gesagt, ich bin jetzt hier, hat allen erzählt, ich mache den größten Launch aller Zeiten. Hatte nichts stehen. Hat allen aber erzählt, was er macht, das beste Ding aller Zeiten. Hat alle durch Charisma dort vor Ort dazu bekommen, Kontakte einzusammeln, hat die dann weiter qualifiziert die nächsten 3 Monate, hat gesagt, hier in 3 Monaten an dem Tag ist der Launch, hat noch nichts stehen gehabt, hat keine Liste gehabt, nur diese JVs. Hat dann 3 Monate Zeit gehabt, Produkt zu bauen, den größten Launch aller Zeiten zu bauen, in Brasilien quasi. Und das ist bis dato immer noch der drittgrößte Launch, den es jemals darum gab. Krass. Also so viel zum Thema, man kann mit nichts sofort Nummer 1 werden, das ist also natürlich total abgespaced. Ja, Kevin Porter ist der Kollege aus Brasilien. Der ist da mittlerweile so ganz, ganz, ganz großer Online-Markt in Brasilien. Also ein Amerikaner sogar, der im Portugiesisch spricht dann.